Dankeschön. Ja, erstmal bin ich froh, dass wir endlich mal ein paar Punkte auf dem Konto haben. Ein riesen Respekt an die Mannschaft, hat sich gut zurückgekämpft nach dem 3-1, haben die Köpfe nicht hängen lassen, sind weiter nach vorne gegangen. Haben heute natürlich auch wieder, wir wussten um Kölns Stärke, wir wissen, dass sie offensiv sehr, sehr hohe Qualitäten haben und auch das Überzahl von denen sehr stark ist, verbringen dann die ersten 8 oder 9 Minuten auf der Strafbank im dritten Drittel. Ein paar dumme Strafzeiten und geraten dann dadurch in Rückstand. Das 5-3 haben sie eigentlich ganz gut gemacht, aber auch da beim ersten 5-4-Treffer, da klären wir die Scheibe wieder nicht. Die Dinger müssen raus, aber ansonsten Chancen auf beiden Seiten, würde ich sagen. Und nochmal von mir riesen Respekt an meine Mannschaft. Guten Charakter bewiesen, zurückgekommen und wie gesagt, endlich froh, dass wir uns endlich mal ein paar Punkte geholt haben. Ja, erstmal Gratulation an Thomas und an Düsseldorf zu den 2 Punkten heute Nachmittag. Ja, zum Spiel. Ich glaube, es war das Derby. Wonach die Leute lechzen, das wollen die sehen. Ich glaube, es war ein aufregendes Spiel, spannend. Beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt, wenig Platz auf dem Eis. Zum Spiel will ich gar nicht so viel sagen, weil es ist. Es waren Sachen dabei, die mir gut gefallen haben. Es waren auch Sachen dabei, an denen wir arbeiten müssen. Ich glaube insgesamt, sobald du in den Shootout gehst, gehört auch ein bisschen Glück dazu. Heute hatte Düsseldorf am Ende das Glücklichere. Ein bisschen mehr Glück am Ende im Shootout. Aber insgesamt bin ich zufrieden, wie die Mannschaft jetzt gearbeitet hat in den ersten Wochen. Und ich glaube, gibt uns ein bisschen einen Geschmack für das, was auf uns zukommt. Heute war ein Grinding-Game, wo auch die Scheiben nicht so für uns gesprungen sind, wie vielleicht in den ersten paar Spielen. Und da musst du durch. Das ist was die Mannschaft, was sie lernen muss und wo sie besser wird in diesen Situationen. Und ich glaube, jeder ist da enttäuscht in der Kabine. Wie gesagt, es sind zu viele gute Sachen jetzt, die bei uns auf unserer Seite sind, um sich jetzt mit einem Spiel hier dass wir unzufrieden sind. Ich glaube, wir sind auf richtigen Weg, machen einen guten Job. Heute hat Düsseldorf am Ende das glücklichere Ende gehabt. Aber insgesamt hat mir das Spiel gefallen und ich glaube, ja, der Weg geht weiter. Und am Donnerstag spielen wir gegen Iserlohn in Iserlohn und dann müssen wir hellwach sein. Dankeschön. Die Fahrer zur 5-3 Überzahl im letzten Drittel? Ja, wir können, wenn du jetzt auf individuelle Szenen eingehst, wir haben bei 3-1 einen Breakaway. Ne? Das sind also, dann ist das Spiel auch vorbei. Also das ist, ich glaube, das sind einfach viele, viele Situationen. Und es war ein aufregendes Spiel, ein spannendes Spiel. Beide Mannschaften haben auch auf Sieg gespielt. Also du konntest sehen, es hat sich nicht. Düsseldorf musste dann natürlich. Wir waren vielleicht ein bisschen zu offen in der Situation. Vielleicht haben wir zu viel gewollt. Aber wie gesagt, das ist auch so ein bisschen der Prozess, den du durchläufst. Dass du schaust, wo sind deine Stärken, woran musst du arbeiten. Dass wir am Ende das Spiel clever über die Runde spielen, über die Zeit spielen, das gehört auch dazu. Das sind auch Sachen, die du als Mannschaft dann herausfinden musst. Und da sind wir.